Es geht weiter in unserer Serie Schulfüller. Diesmal betrachten wir zwei Schulfüller von Herlitz hier in der Mitte. Hier also die beiden Herlitz-Füller. Hier Herlitz, der Aufdruck My Pen, und hier heißt es dann Herlitz My Pen Style. Okay, die beiden jetzt aus der Nähe. Dieser Füller fällt durch die asymmetrische Kappe auf, die rollt nicht vom Tisch und hat hier ihren Clip. Dann gucken wir uns den Füllhalter selber an. Der rollt auch nicht vom Tisch. Wenn man das jetzt eben so betrachtet, macht der Füllhalter hier den Bogen. Die Feder steht dadurch bei normaler Schreibhaltung ein bisschen steiler, was dem Schreiben entgegenkommt, also ein sehr positiver Aspekt hier. Wir haben hier die Griffmulde, die nicht zu stark ausgeprägt ist, so dass jeder seine Haltung finden kann. Der Füllhalter ist für Standardpatronen ausgelegt. Sehen wir hier, die ist auch noch einigermaßen befüllt. Okay, das wäre also das Modell Nummer 1 von Herlitz. Okay, beim Schließen muss man natürlich immer darauf achten, dass die Teile auch zusammenpassen. Hier der andere Herlitz-Füller in einer stark dreieckigen Form. Deswegen rollt hier diese Kappe nicht vom Tisch, ist auch einigermaßen stabil. Hier sehen wir den Clip. Dieser Füllhalter ist auch für Standardpatronen gedacht. Hier im Moment gerade die lange Version davon. Aber die Normalpatronen passen auch. Und wie bei dem anderen Herlitz-Füller sehen wir hier die Bogenform. Deswegen ist der Winkel, mit dem die Feder auf das Papier trifft, wirklich sehr günstig. Wir sehen auch hier nur eine angedeutete Schreibmulde, sodass jeder seine Haltung finden kann. Das Ganze hier aus einem Weichplastik, hier die Griffteile. Dies ist ein härteres Plastikmaterial, was man wahrscheinlich hier schon an der Reflexion sehen kann. Wir betrachten die Feder aus der Nähe. Wir sehen auch hier die aufgesetzte Iridiumspitze, die das Gleiten übers Papier erleichtert. Wir gehen jetzt nochmal ins Detail. Wir sehen hier die Iridiumspitze. Wirklich sehr schön gemacht. Hier der Tintenleiter. Hier das Herlitz-Emblem auf der Feder. Das war der schwarz-weiße Füllhalter, das andere Modell. Wir sehen die aufgesetzte Iridiumspitze. Und wir betrachten, wie dieser Füllhalter schreibt. Wir bleiben bei Hallo. Wunderbar weich.
Sie sehen keine Aussetzer. Und genau so sieht dieser Leiter aus der Nähe betrachtet aus. Hier jetzt der zweite Leiter. Und wir bleiben bei Hallo. Sie sehen die gleiche Feder, der schreibt perfekt. Sie sehen, durch dieses Iridiumkorn gleitet der Füllhalter angenehm weich übers Papier und wir sehen auch keine Aussetzer. Schon erstaunlich, wie qualitativ hochwertig alle diese Schulfüller sind. Hier nochmal der zweite. So, das waren also die beiden Herrlitz-Füllhalter aus meiner kleinen Füllhalter-Schulfüllhalter-Sammlung.